Ich würde gerne alle Alten wegmachen. Also ja, ich kann diese Fangstation theoretisch aufbauen, aber das müsste ich überall machen. Das ist nervig. Ich mach's einfach lieber zwischendurch wieder so. Und hab dann drei. Ich habe drei gefangen. Nee, ein Stack und drei, oder? Da, 37 Stück. Mach daraus mal bessere. Okay, während ihr alle rumfliegen seid und Strom verbrauchen... Strom? Okay, bevor ich nach oben gehe und den nächsten Außenposten einweihe... Warum arbeitet ihr nicht? Ja, komisch. Brauche ich mehr Strom. Viel mehr Strom. Viel, viel, viel mehr Strom. Hier. Da. 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 So irgendwie war das. Die bitte setzen. Dann hätte ich gerne noch einen Blueprint für die Akkus. Genau. Dann da überall Akkus setzen. Da auch. Hier zwischen fehlen Substations. So, hier wieder eine Substation selber, ne? Genau, da. So, schön ohne Licht, wie sich das gehört hier oben. Ist ja alles voll automatisiert. Das hier müsste noch dicht gemacht werden. Du bist leer, du bist leer, du kommst mit. Ich glaube, das war es auch erstmal schon wieder an unseren gebauten Sachen. Also macht es nicht wirklich viel mehr Sinn, noch mehr Blueprints zu setzen, wenn eh gar nicht genug Ressourcen dafür da sind. So. Okay, also Strom. Jetzt haben wir wieder Tag, jetzt ist Strom wieder absolut kein Problem. Aber nachts sieht es halt ein bisschen mau aus. Wobei die Akkus nicht auf Null gehen. Ich glaube, das Schlimmste, was wir jetzt hatten, waren so 30% in der Nacht eben gerade. Das ist sehr gut vertretbar. Wo wir gerade hier sind... Das sieht echt mies aus. Das muss ich auch irgendwann mal zerstören. So. Achso, Stromverbindung. Schön alles. Warum verbindest du dich nicht mit zwei gleichzeitig? Komisch. So, einmal hier. Einmal hier. Mal einfach ein riesiges Spinnennetz, Giro. So, Strom ist da. Dann hätte ich gerne eine Substation. Direkt daneben. Und da so. Mehr braucht man eigentlich fast gar nicht, denke ich. Dann kommen hier ganz viele Türme hin. Sind jetzt 14. Sollte reichen. Dann kommt hier ein Drill hin. Was ist da noch mit drin? Kristalle. Bisschen Tungsten. Ja, ist vollkommen okay. Und 800.000 Eisenerz. Sauber. Sauber. Ja, wir müssen dann... Du bist nicht mehr Pandaren Kuma. Sondern du bist Eisen 3. Auch wenn ich mir gar nicht sicher bin, dass wir Eisen 2 hatten, aber das passt besser zu Kupfer 3. Dann bekommst du Mauern. So reicht ja schon. Weil der Drill in der Mitte macht ja alles. Rund. Also nicht wirklich rund, weil, ne? Pixelige Felder. Theoretisch könnt ihr mal eine runde Basis bauen. Das wäre sehr komisch. Sehr, sehr komisch. So, da und da. Und das ist ein viel zu kurzer Stopp. Da werden wir gar nicht B und N laden können. Ja. Okay, also Mauern weiter. Ich glaube, ich lasse die Mauern erstmal weg. Direkt von unten kommt hoffentlich nichts. Das ist keine gute Grundlage. Und wir haben genug Mauern. Mach einfach so. Das sollte vom Platz her hinhauen. So. Da jetzt die Gates hin. Und da das Ding wieder zumachen. Dann ist gut. Dann wird er ja die Lok hier irgendwo halten. Hier in die Güter. Dann kommen hier die Kisten hin. Und das passt dann alles. Roboport.
hätte ich ganz gerne mehrere. Damit sie sich schneller aufladen können. Und eine eine Radaranlage hätte ich auch ganz gerne hier. So, dann schicken wir jetzt den Zug, der schon seit einer Weile stillsteht, zu Eisen 3, um zu gucken, wo er denn halten muss. Stellen da alles ein und dann haben wir 800.000 Roherz. Das sollte erstmal halten. Ja, und warum mit die hier jetzt nicht arbeiten? Keine Ahnung. Ach so, weil wir genug Dingens haben. Oh Mist, die arbeitet jetzt durchgehend, ne? Zeig mir mal kurz das Lager. 3400. Ne, ist okay. Wenn das irgendwann mal überhand nehmen sollte mit Rubber und was, dann kann ich das immer noch besser beschränken. Aber so ist es erstmal okay. Zug. Du fährst bitte. Oh, es gab doch ein Eisen 2. Sehr schön. Remove. Eisen plus. Lass mich erstmal einsteigen. Bevor du mich platt fährst. So. Hey, ich habe gar nicht gedrückt. Achso, er war die ganze Zeit auf aktiv. Er hatte nur kein Ziel, weil Eisen 2 weg war. Ja gut, dann fahren wir los. Ich hätte die eine Kurve vielleicht wegmachen sollen und gleich die schräge nehmen. Was soll's. So, stopp. Jetzt. Dumm. Ich weiß nicht, ob die untersten und die obersten jetzt auch arbeiten, aber... Brauchen alle noch Strom, ja. So, du hättest gerne Topas und Saphir und Rubin und Smaragd und Diamant und deswegen, weswegen wir eigentlich hier sind, das da. 1000 Stück. Na, ja doch, kannst wegfahren. Strom. Wen habe ich jetzt eingestellt? Dich. Nein. Eisen. Topas. Saphir. Rubin. Smaragd. Diamant. 2000. Shift. Rechts. Shift links. Die müssten jetzt doch eigentlich losfliegen, die Jungs. Die Jungs sind noch gar nicht draußen. Das ist ein Problem. Ja, sehe ich ein. Werde ich gleich beheben. Boah, geht das schnell inzwischen. So, wie schaut's aus mit der Auslastung? Alle ausgelastet. Okay, kriegt ihr mehr. Immer noch alle ausgelastet. Ja gut, jetzt ist auch alles gerade voll und so, das ist schon okay. Und der Oberste arbeitet nicht, kann also weg. Und wird super schnell beladen. Ja, alles super, alles gut. Das heißt, diese Basis kann ich jetzt... Hallo? Komplett in Ruhe lassen, wollte ich gerade sagen. Mach mal da oben zwei von denen weg. Und dafür dann hier jeweils dafür und dafür. Nur um sicher zu gehen. Ja, und 17 Magazine, das ist sehr schön. Das heißt, nehme ich mal mit. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Basis. Stellen die Edelsteine wieder um auf Smaragd, nee, auf Topaz-Gedöns. Weil Smaragd haben wir jetzt genug Munition. Und bauen dann noch ein paar Topaz-Türme. Damit wir hier auch die Basis wieder ein bisschen ordentlicher verteidigen können. So, aussteigen. Hier wird alles entladen. Und jetzt sollte man die restlichen Roboter hier freilassen. Ja, die sind nicht alle gut beschäftigt. Immer die kleinen rauspflücken. Lalala, wie Rosinen picken. Mach bitte. So, ich wollte die Edelsteine umstellen. Edelsteine. Wie viele Magazine haben wir jetzt? Die müssten eigentlich alle gleich angeflogen kommen, ne? Jupp. Weiß ja nicht.
Jetzt werden gerade alle umgebaut. Brauche ich für die Topaz-Türme grün? Nee, grün brauche ich nicht. Das ist gut. Ich glaube, ich lasse die sogar so. Vielleicht mal ein bisschen aufmotzen. Wo sind meine tollen Fabriken? Hab ich weggetan. Toll. Was? Da unten. Gibt mir ganz viele tolle Fabriken. Stimmt, ich könnte jetzt hier alle total schnell machen. Oh. Total schnell machen. Also die Produktion von den Solar Panels und den hier. Aber nee, ich denke, so wie ich das jetzt mache mit diesem langsam Wachsen der Stromversorgung, ist das schon besser. Sonst brauche ich wieder zu viele Ressourcen und zu viele Kapazitoren und was weiß ich. Das ist nicht so toll. Ich brauche unbedingt bessere Roboports. Ich habe jetzt doch das ganze Blei. Warum baue ich nicht mehr davon? Bau. Tu Dinge. So, euch wollte ich aufmotzen. Zack, 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 zack. So. Waren das alle? Ja. Brauchen wir wieder ein paar von euch. Ja, seht ihr, es ist schon wieder ein ganzer Stack da gewesen. Also da Speedmodule reinzutun, ist echt ein bisschen zu gierig und ungeduldig. Okay, also das lasse ich jetzt eine Weile laufen, bis die Grünen weg sind. Die paar... Ah, kann ich jetzt schon herstellen. Woran hapert's? Blau. Blaues Kristallzeug? Ja, bau mal wieder 6 davon. Gut. Gut, 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 gut. Also kriegen wir auch Türme. Wie sieht's hier mit Trinken aus? Ihr arbeitet nicht, weil ihr voll seid? Ernsthaft? Okay, warte. Beschränkt euch einfach nicht. Naja, doch, ich sollte sie beschränken. Beschränkt sie aber dann mal auf 2. Das ist cool. Das ist echt cool. Wie viele Liter Tränke? 4300 Liter Tränke. Okay, forschen. Was hätten wir denn gerne bei der Forschung? Ich hatte gemeckert, dass ich unbedingt bessere Roboports haben wollte, ne? Das war teuer, das weiß ich. 1000 nur. Für unsere heutigen Verhältnisse nicht mehr wirklich teuer. Die Dinger zu bauen ist allerdings schweineteuer. Haben dafür aber auch eine riesige Reichweite. Robot Recharge Rate ist 4x800. Die da ist 4x400. Also ja, wieder doppelt so gut. Ja. Ja, gerade für die Außenposten. Also in der Hauptbasis nach und nach auch. Alles durch denn diese 2 ersetzen. Also erstmal alles durch 1 ersetzen und dann durch 2 ersetzen. Aber für die Außenposten primär ist es wichtig, dass wir dann einen Robopod MK2 dahin klatschen und dann sind die Roboter damit versorgt und haben keine Wartezeiten. Also research das bitte mal. Gut. Ja, Ressourcen scheinen immer noch okay zu sein. der Akkupark ist cool. Apropos Akkupark. Da. Bau den Akkupark mal hier zu Ende. Damit ich hier auch was Abgeschlossenes habe. So, du bist fertig. Ich hätte echt gern noch einen 6er Drill. Dann könnte ich einfach hier mitten in die Basis mal so einen 6er Drill hinbappen. Dass er dir alle Ressourcen auffrisst, die noch so auf dem Boden rumliegen. Weil wir haben ja überall so kleine Felder. Das Problem ist ja noch, dass er den ganzen Stein mitnehmen würde. Oh Gott. So, Türme sind in Arbeit, bessere Robots sind in Arbeit. Die sind schon fertig. Das heißt... Das hier sind die regulären, ne? Ist das auch ein regulärer? Ja, aber die Einer kommen nicht hinterher. Ja, gerade hier unten brauche ich theoretisch mehrere Einer.
ich sollte eine Fabrik bauen, eine ganz vorsichtige Fabrik für Bleizahnräder. Naja, wobei, die kann ich auch schon mal selber herstellen. Hier, bau nochmal zwei davon. Also die Bleizahnräder, da meine ich. Ja, ist okay. Also ich habe inzwischen 19 Magazine. Ich sollte... Nö, ich sollte das nicht beschränken. Ist okay. Ein Stack Magazine und ein Stack Magazine hier. Werde ich wahrscheinlich nie brauchen. Aber ist okay. So, Platz hier in der Mitte wäre frei. Worum muss ich mich jetzt noch kümmern? Eisen 3 habe ich so eingestellt, dass ich mich gar nicht drum kümmern muss. Kupfer 3 habe ich ähnlich eingestellt. Zwar nicht mit einem 6er Drill, sondern mit dem ganzen Kleinkram. Aber theoretisch müsste alles an Kupfer da... Kupfer da in Ordnung sein. Boah, guckt euch das mal an. Das ist echt mau. Definitiv viel mehr davon. Ja. Roboterauslastung? Sieht auch gut aus. Also ja, momentan ist wieder alles gut. Das heißt, ich warte jetzt nur darauf, dass Kupfer 3 und Eisen 3 leer werden. Ein bisschen komisch, oder? So. Gehen wir einmal die Westmauer ab, ob wir noch irgendwo einen Turm hinsetzen sollen. Nö, nö, nö. Ja. So. Ja. Also es ist wieder eine kleine Ruhephase. Das ist gut. Das heißt, wenn mir jetzt nicht zwischendurch irgendwas einfällt oder ihr in den Kommentaren was schreibt, werde ich vermutlich in den nächsten Folgen aufräumen. Dum, dum, dum. Was heißt das? Ich werde wahrscheinlich alle Schmelzöfen durchgehen, alle Fabriken durchgehen und sie ein bisschen besser einstellen. Das bedeutet zum Beispiel wie hier, maximale Anzahl minus 1 an Speed-Modulen und in den letzten Slot dann ein Effektivitätsmodul. Und das bei allen Maschinen. Außer es ist halt irgendwas, was wirklich, ne? Also hier oben kann ich keinen Stromsparding reinhauen in irgendwas davon. Das geht nicht. Aber so Standardsachen, zum Beispiel blaue Ärmchen. Guckt euch das an. Ne, wobei es braucht keine Speed-Module. Ne, ich sollte es nicht verallgemeinern. Also ich muss mir da wirklich jede Fabrik einzeln angucken, was ist ihre Aufgabe, wofür ist sie gedacht und dann dementsprechend die Module reinklatschen. Zum Beispiel die Ärmchen hier, wie ihr sehen könnt, die werden gar nicht so häufig verbraucht. Weil keine Eisenplatten da sind. Keine Eisenplatten reingelegt werden. Nee, weil keine Ärmchen rausgelegt werden. Okay. Ja, also es wird nicht so häufig verbraucht. Also müssen hier auf keinen Fall Speed-Module rein. Das heißt, ich könnte komplett auf Stromsparmodule gehen. Wie schaut es hier aus? Hier ist auch durchgehend voll, weil die Kapazitoren waren nur für irgendein recht obstruses Ding gedacht. Die da sind sehr wichtig. Die hier so gut wie gar nicht. Also auch hier Speed-Module raus. Effektivitätsmodul rein. Und sowas könnte ich denn mal so eine ganze Folge lang machen. Die Folge, wenn sie denn demnächst kommt, werde ich aber auch extra markieren mit Aufräumfolge, falls ihr keinen Bock habt auf das Micromanagement. Nur, dass ihr da schon mal vorgewarnt seid. Aber vielleicht fällt mir noch was Besseres ein für die nächsten Folgen. Also bis denn.